Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls 1. Wir erforschen weiter die Katakomben. Und ja, in der letzten Folge sind wir gestorben, aber eigentlich wissentlich. Man kann schon fast sagen, mit Absicht gestorben, weil wir mussten einen Nekromanten erledigen, bevor wir selbst sterben, um eben nicht ständig wieder Skelette zu haben, die ewig wieder aufstehen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und jetzt können wir nochmal zu der Passage gehen und die Skelette auch töten. Das heißt, es ist alles safe. Dauert jetzt zwar wahrscheinlich ein kleines Stück, bis wir da sind, weil es halt einfach ein Weg ist, den wir gehen müssen. Und auch ein paar Skelette unterwegs auf uns warten, die wir halt umbringen müssen. Aber nun ja, das lässt sich erstmal nicht ändern. Ich hoffe einfach, dass ich halt wieder ein Stück weiterkomme. Und dass dann bald ein wieder ein Punkt ist, wo man sich vielleicht heilen kann, also ein Speicherpunkt im Endeffekt, oder halt ein Respawn, ist ja kein Speicherpunkt, ein Respawn-Punkt ist. Schauen wir mal. Na komm. Zumindestens wäre es ganz cool, wenn wir halt nicht immer so weit gehen müssten. Na, jetzt habe ich eigentlich abblocken wollen, habe aber leider dann doch noch auf Angreifen gedrückt und deswegen hat er mich getroffen. Das ist nicht so toll. Ich hoffe, ich stelle mich so gut an wie in der letzten Folge. Da habe ich ja dann am Ende mich zusammengerissen und habe es geschafft. Und habe es geschafft, wenig Schaden zu nehmen. Ich hatte auch noch, ich weiß gar nicht, alle oder fast alle Flakons, als ich gestorben bin. Aber es ging halt nicht anders. Ich musste mich halt beeilen. Und musste diesen scheiß Mark hier umbringen, was ich auch geschafft hatte. Und was das Wichtigste war. Nun ja. Komm, treiben wir dich hier runter, falls das schneller geht. Ach, der Bogenschütze nervt echt. Man kann einfach immer so schwer einschätzen, ob er einen trifft oder nicht. So. Nehmen wir mal einen Flakon, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Vielleicht brauchen wir den da drüben gar nicht umbringen. Sieht ganz danach aus. Dann schleichen wir uns mal vorbei. Ich meine, ich muss ja nur die Gegner umbringen, die auch wirklich mich mitbekommen und mich angreifen. Können wir etwas Zeit sparen. Ich frage mich gerade, ob es einen Speedrun von dem Spiel gibt. Das stelle ich mir ja lustig vor. Muss ich direkt mal auf YouTube suchen, ob es einen Speedrun von dem Spiel hier gibt. Von Dark Souls 1. Das wäre sehr lustig. Und wie lange der vor allem dauert. Aber falls es ein paar Abkürzungen gibt, wird er wahrscheinlich gar nicht so lang sein. Oh, da kam ja schon der Nächste. Nein, was mache ich denn? Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn anvisiert und er würde jetzt ihn abblocken. Aber da habe ich mich leider geirrt. Das heißt, wir müssen leider gleich wieder einen Flakon benutzen. Aber okay, 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 okay. So. Dann sind wir fast wieder an der Stelle. Oh, diesmal ist der Bogenschütze deutlich näher. Der andere Typ scheint gar nicht da zu sein. Doch, jetzt kommt er. Okay, schnell, 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 schnell. Rechtzeitig gedreht. Mist, genau da keine Ausdauer mehr gehabt, ey. Fuck. Oh, der Schlag ist heftig. So. Ach, ärgerlich mit der Ausdauer. Hat mich schon wieder Energie gekostet. Ich bin schon wieder kurz davor, einen Flakon benutzen zu müssen. Ach ja, jetzt sind diese Nervdinger ja auch da. Ich hoffe mal, dass die da bleiben, wenn ich hier lang gehe.
So. Mit dem Rücken zu den Köpfen ist, denke ich, besser. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so geil, weil ich... Und er hat sich gedacht, komm, mein Freund ist ebenfalls nach unten gesprungen, ich tue es ihm gleich. Naja, nach zwei Flakons, also ja, das geht auch besser auf jeden Fall, aber Hauptsache, wir können die Skelette jetzt töten. Hallo. Okay, er wollte nichts machen. So. Ich warte natürlich kurz sicherheitshalber und guck, ob er auch wirklich liegen bleibt. Ja, sieht ganz danach aus. Auch wenn dieser eine Beinknochen keinen Bock hat, ruhig liegen zu bleiben. So. Dann natürlich nicht wieder in die Falle tappen. Und in Ruhe die Skelette hier töten. Komm her. Vor allem, wenn es nur eins ist, sollte das ja auch ohne Energieverlust vonstatten gehen. So. Vielleicht müssen wir das, was da drüben liegt... Ach doch, da geht's glaube ich lang. Das sieht aus wie eine Tür, die dann aufgeht. Na komm, steh auf. Komm, ein Angriff. Möchte nicht. Okay, dann fange ich an. Jetzt vielleicht. Na komm. So, eins, zwei, drei, vier. Oh, fuck. Ja, das war dumm, das war dumm. Nehmen wir ein Flakon. Hier gibt's nichts weiter. Ich weiß nicht, gibt's in dem Raum noch was oder war da wirklich nur die eine Seele? Da liegen halt einige Skelette rum, die jetzt aufstehen würden, wenn ich da hingehe. Aber ich glaube, da war nichts mehr. Bringen wir das eine hier noch um. Zwei. Drei. Vier. Fünf, oder? Ja. So. Ich weiß gar nicht, kamen jetzt noch mehr Skelette oder waren das schon... Alle. Okay, mindestens eins kommt noch und eins ist hier rumgerollt, aber ich... Geht's da unten weiter? Also leben die jetzt noch oder... Nö, ich bekomme Seelen, also leben die nicht mehr. Sehr schön. Verlorenes Gut zurückerlangt. Dann haben wir hier den nächsten Hebel. Das ist für diese... eine Tür da, wo das andere Skelett vorhin davor lag. Wir müssen wieder nach oben gehen. Weil nach unten geht's nicht, ne? Also geht's schon, aber... Ist da noch was? Nee. Ja, das ist einfach nur ein tiefes Loch. Wahrscheinlich unendlich tief, wie ich die kenne. Gehen wir also wieder hoch. Und durch die... Tür. Ist schon mal ganz cool, dass diese Passagen vom Spiel halt unterschiedlich sind. Jetzt müssen wir halt ständig irgendwelche Hebel benutzen in den Katakomben. Bei dem anderen muss man halt über Dächer und... Wer weiß, wo gehen. Geht's hier weiter? Nö. Wahrscheinlich müssen wir einen Hebel betätigen, um dann diesen Weg da zu drehen, logischerweise. Ah, hier vielleicht. Könnte es sein, dass wir da runter können, oder? Das sieht mir aus wie ein Weg, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da geht's weiter, aber ich habe ein bisschen Angst. Vor allem, weil das Schwert halt so weit weg ist und ich nicht sterben möchte. Geh erstmal den Weg lang, der auf jeden Fall. Okay, das ist kein gutes Zeichen. Da werde ich wohl erstmal nicht lang gehen, oder? Geht's denn nun da unten lang? Ja, da unten geht's lang. Okay, okay. Scheiße, scheiße! Fuck! Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte, das geht einfach nur auf, um uns halt zu sagen, komm, geh hier lang. Dass es aber sich dann wieder dreht, wenn ich drauf gehe. Damit habe ich halt echt nicht gerechnet, ey. Das ist gemein.
Fuck, und noch kein Schwert gewesen in der Nähe. Oh, Jungs, 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 Jungs. Jetzt dauert es halt echt lang, bis ich da wieder bin, ey. Und jetzt könnte das Spiel halt anfangen, dann wieder irgendwann Frustrationen auszulösen, so dass man schlechter wird. Komm. Krass, ey, das ist echt ärgerlich. Ich will eigentlich die ganze Zeit den hier treffen und nicht den anderen. Okay, jetzt habe ich tatsächlich... Scheiße, jedes Mal schafft er das. Oder jedes Mal verliere ich meine Ausdauer komplett, wenn er diesen Doppelschlag macht. Die haben so viele einfache Schläge. Egal. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss auf jeden Fall ruhig bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kann ich halt direkt aufhören mit Spielen. Es war halt jetzt super hässlich und ärgerlich und eklig, dass ich da bei der Brücke gestorben bin, aber das passiert mir halt nicht nochmal. Hoffe ich. Der droppt erstmal nix. Komm her. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Bei dem habe ich nicht mitgezählt. Keine Ahnung, wie viel... Ah, nein. Diesmal hat es zum Glück geklappt, dass ich meine Ausdauer verloren habe, aber er nicht nochmal zugeschlagen hat. Also wie man sieht, die Energie reicht eigentlich momentan aus. Ich brauche einfach noch mehr Ausdauer. Deswegen werde ich jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr weiter die Ausdauer skillen und nicht meine Lebensenergie. Ist das eigentlich der Weg, auf dem ich gerade war? Ja, da drüben ist meine Hülle. Oh, fuck. Und ich kann nicht einfach runterspringen, weil... So nah und doch so fern. So, okay. Eins. Zwei. 3, 4, 5. Genau im richtigen Moment. Gut, dann machen wir ihn halt auch platt, wenn es sein muss. 1, 2, 3, 4, 5. So. Geben wir auch immer 100 Zählen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Für so ein kleines Skelett. Was ja eigentlich... Also vor allem, wenn sie nicht in der Gruppe auftauchen, ist es ja eigentlich ziemlich einfach. So, der braucht wahrscheinlich nur noch 4, oder? Was? Oh, was mache ich denn? Paxis, Paxis, du Trottel! Meine Konzentration lässt etwas nach. Ich werde wohl nach der Aufnahme nicht noch eine machen. Scheint mir gerade in dem Zustand wenig Sinn zu bringen. Ja, den Krummsäbel finde ich jetzt des Öfteren, den brauche ich aber eigentlich gar nicht. Komm mal ein bisschen her, ich will nicht, dass wieder das andere Skelett ankommt. Nur weil wir jetzt so nah dran sind und er uns mitbekommt, schon wieder zu zeitig zugestochen. Oh, was mache ich denn gerade? Jetzt spiele ich wieder schlecht. Jetzt spiele ich wieder richtig schlecht, ey. Aber auch irgendwie müde, habe ich das Gefühl. So, mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe kein gutes Gefühl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo. Geh doch einfach hier hoch. Was ist denn jetzt wieder los? Sehr geil. Toll, der Typ hat uns also schon mitbekommen. Na ja, da müssen wir ihn platt machen.
Hab keinen Bock, dass er mir in den Rücken fällt. Eins. Was? Nicht anvisiert? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sonst muss ich den nicht platt machen, aber okay, er muss mich irgendwie mitbekommen haben. Warum, weiß ich nicht. So, muss ich die beiden eigentlich platt machen? Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Oh, fuck. Okay, einer weniger. Ich glaube, der andere ist auch schon in den Tod gesprungen. So. Ja, dann ging das nochmal ganz schnell. Also das muss ich mir merken, falls ich wirklich nochmal hier anfangen muss, dass ich da die ganze Sache etwas beschleunigen kann. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sehr schön. Ah, vielleicht kann ich hier auch den Skeletten aus dem Weg gehen. Sieht fast danach aus. Ach, Moment mal, hier muss ich ja gar nicht... Oh nein, nein. Was? Ich bin nicht tot. Ey, geil, wo bin ich denn? Ich bin nicht tot. Ich habe durch Zufall irgendwas super mega Geheimnis gefunden. Da kann ich auch hin. Oder? Da sterbe ich noch nicht, oder? Nice, nice, nice. Das hätte ich ja sonst nie gefunden. Ja doch, hätte ich sonst nie gefunden. Grüne Scherbe. Was macht denn eine grüne Scherbe? Verstärkt Zauberfeuer göttliche Waffen um 5. Oh, das könnte auch irgendwann mal interessant werden. Verstärkt Zauberwaffen göttliche Waffen, sind Bruchstücke der legendären Schollen. Ich weiß noch nicht, was legendäre Schollen sind. Aber egal. So, wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? Was? Wollen die mir etwas sagen? Ich muss jetzt sterben. Das war nur, um dieses Stück zu finden. Nee, oder? Ich will aber nicht sterben. Scheiße. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, dass es hier weitergeht. Fuck. Ich muss echt sterben. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Belohnungssystem? Ah, cool, hier, bitte, du hast eine Scherbe gefunden, die total, also ein Titanitstück gefunden, das total selten ist, aber du musst sterben. Du behältst das Stück zwar, aber du stirbst. Wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich aber den Rest, oh Mann, ich will aber meine Leiche wieder haben. Da unten ist aber auch gar nichts, oder? Scheiße. Fuck. Doch! Krass! Krass! Hier ging es echt weiter. Wo bin ich denn jetzt? Oh nein, das ist ein Endgegner. Oder? Be gone with you. You spoil my focus. Wer ist das denn und wieso hilft er uns? Ist das vielleicht so ein Schmied? Klar, da hämmert doch die ganze Zeit rum, also ist es wahrscheinlich ein Schmied. Geil! Ha, wie ich den nie gefunden hätte, verdammt nochmal. Wie ich den nie gefunden hätte, wenn ich nicht aus Versehen da runtergefallen wäre. Oh, das Spiel ist so geil. Gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los? What the fuck? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Egal, wir reden erstmal mit unserem Schmied. Krass. Ein Skelettschmied. Krass, krass, krass. What's that thing? Need some smithing? Then produce me some wares. Wir reden erstmal mit dem, das ist mit dem komischen Freak hier. Oder nee, ich gucke erstmal, ob ich irgendwas verstärken kann. Nö. Ich habe auch nicht genügend Seelen. Falkenschnabel würde ich halt gerne verstärken. Kleine Scherbe kostet immer noch 800. Ja, da kann ich mir dreimal was kaufen. Well, what was that about? Don't be coming around here without a good reason.
Finde ich denn jetzt meine... Was ist das? Was zur Hölle ist das? Skelette, die in Rädern eingefärscht sind. Ja, lass mich mal wieder hier rein. Lass mich mal wieder rein. Vielen Dank. Na gut, dann rede ich jetzt... Also meinen letzten Flakon benutze ich erstmal. Ich würde halt schon gerne meine Hülle wiederfinden. Fuck, 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 die kommen hier rein. Fuck, die kommen hier rein. Oh nein, die kommen hier rein. Ich wusste nicht, dass die hier reinkommen. Oh, ich dachte, es ist so wie immer, dass die Gegner mich da in Ruhe lassen. Beim Kollegen Leichtfuß. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo das ist. Jetzt muss ich ja wieder da runterfallen, um zu dem Schmied zu kommen. Ich weiß ja nicht, wo das ist, aber okay, ich muss ja irgendwo rausgekommen sein. Da, wo ich rauskomme, muss ich auch wieder rein können. Naja, ich werde ihn wahrscheinlich auch so irgendwie finden. Egal, bis zum nächsten Mal. Eine sehr verwirrende Folge. Tschö, tschö, euer Paxis.